aussuchen, dein Leben wartet. Mit Leichtigkeit neue Wege beschreiten. Ja, und heute freue ich mich ganz besonders über einen jungen Mann, einen Transformationscoach, Hubert Krane. Hallo Hubert, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Ines, guten Morgen. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst für die Aufwach-Community, denn ich durfte deine Arbeit schon kennenlernen und bin davon so begeistert und freue mich jetzt, dass du der Einladung zum Aufwach-Kongress gefolgt bist. Ja, und ich möchte gerne über die Magie der Leichtigkeit mit dir sprechen, über die, ja, die Magie, die uns das Leben bietet und die wir manchmal vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Aber sag doch gerne erst mal zu dir was persönlich. Ja, also du hast es ja schon gesagt, Hubert Krane. Ich erwähne es nochmal, weil der Name ja eine große Bedeutung hat. und ja, ich bin fasziniert davon, quasi von geistigen Prinzipien, vom Unterbewusstsein, Bewusstsein, wo ich schon als Kind mit angefangen habe. Und zudem bin ich eben Singer und Songwriter und habe das quasi mein Leben lang immer weiter verbunden und bin seit 2005 selbstständig als Trainer und Coach, wo ich dann natürlich jeden Tag in diesem Bereich tätig bin, was natürlich wunderbar ist, weil ich mir selbst ein Feld kreiert habe, ne, wo ich jeden Tag spirituell bewusst mit den Menschen dann arbeiten kann, damit sie an ihre Potenziale kommen, an ihre Ressourcen kommen und immer weiter dann eben mit auch gewissen Geflächen, die sonst unbewusst irgendwann unabsichtlich vielleicht auch übertragen worden waren, durch Prägung davon zu lösen, damit der Mensch in der Lage ist, dann eben sich selbst auch befreit zu leben, mit Methoden, die ich selbst jeden Tag bei mir anwende. Nicht, ne? Und das ist eben das Schöne. Und zudem dann eben, was auch ganz relevant ist, ne, habe ich eine wundervolle Frau und drei Kinder, also ein super intaktes Familienleben und mit Tieren einerseits. Genau. Ja. Ja, aber das ist schön, dass du das auch erwähnst, weil, sag mal, es sind ja in dieser Zeit jetzt auch viele Herausforderungen für viele Familien gekommen. Und glückliche Familien findet man zurzeit nie so sehr oft, habe ich das Gefühl. Und deswegen, ja, dürfen wir auch lernen, uns wieder besser zu verstehen. Und ich glaube, da bist du auch da kannst du auch sehr gut helfen, dass man gewisse Glaubenssätze wandelt. So habe ich dich ja erfahren. Ja, absolut. Und das ist ja wieder dahin zu kommen, dass der Mensch sich selbstbewusst lebt. Und dadurch ist dann eben dieses Intakte auch möglich, weil ne, gerade die letzten Jahre haben sehr nochmal erklärt, wie es sein kann, wenn Menschen in Angst sind und sich quasi isolieren innerlich und wie wichtig das ist, immer wieder präsent zu sein, wie wir das ja jetzt hier gerade machen, Ines. Also immer mal wieder sich ins Licht zu stellen mit den Absichten, wieder darauf zu schauen, okay, was sind denn meine Talente, Begabung? Und was interessiert mich im Leben? Also nicht nur, wovon will ich weg, sondern was interessiert mich? Und das ist ganz wesentlich auch für Gespräche und für Männer, Leichtigkeit. Ich bin doch interessiert an dem, was du hier sagst. Ich bin interessiert an dem, was du hier fragst. Und ich bin in Freude jetzt hier mit dir in diesem Zoom-Raum. Und damit stelle ich dann schon eine gute Atmosphäre her. Also, und das ist dann eben, wenn man sich darauf einstellt, dass man eben vor allen Dingen leben will. Also das ist das ganz Relevante, das Leben und nicht zu lernen, wie man überlebt. Also beim Überleben, dann kommen immer diese drei Hauptimpulse, der Angst, ne, entweder flüchten, ne, in Kampfstellung zu sein oder viel schlafen, also sich totstellen. Und das passiert ganz schnell, wenn man immer denkt, boah, hier ist jetzt Krieg und ich muss überleben. Und sondern zu sagen, hey, ich bin hier im Raum, zack, und ach so, und mein Körper ist hier gerade voll in Sicherheit. Ja, weil wir können uns auch im Gehirn ganz schnell zu etwas hinbeamen. Und das Gehirn kennt ja nicht den Unterschied zwischen Realität und Vorstellung. Und wenn man sich da hinbeamt an irgendwelche Horrorplätze, dann reagiert der Körper drauf. Und deswegen ist immer wieder dieses Bewusstmachen, ja, also für die Zuschauer, Zuhörer oder Zufühler, die hier vom Bildschirm sind, ne, einfach mal dann in die Ecken des Raums schauen
um sich dadurch zu, also mit dem Körper im Raum auch wieder zu finden. Und dadurch ist eine viel leichtere Kommunikation möglich, weil man dann präsent ist. Ne? Das, also zusammen. Ne? Und nicht den, der, es gibt so viele, die haben ihren Körper quasi, um in Sicherheit zu sein. Die sind zwar erwachsen, aber haben aber ihren Körper quasi in die Kindheit gestellt. Ja, das merkt man, wenn man mit jemandem spricht, ja, dann erreicht man ihn nie, ja. Und das ist genau. Immer so, was man sagt, was der hört und was der Dritte versteht. Und das ist das, wenn man so im Außen ist. Und ich glaube, du hilfst auch wieder so richtig zu führen, dass man an die wahren Gefühle rankommt. Und dass man sich eben nie immer irgendwo hindient, weil das ist ja eigentlich so eine Art, ja, um das, den Schmerz manchmal nicht zu fühlen oder die Einsamkeit oder die Trauer, egal was wir nicht fühlen wollen, die Wut, dann beamt man sich halt irgendwo hin. Und das ist meistens nicht von Vorteil, habe ich das Gefühl, weil man ja in schlechten Gefühl ist, ja, und dann beamt man sich nicht unbedingt in das beste Gefühl rein. Ja, und das ist eben relevant, wo ich mir sehr lange darüber Gedanken gemacht habe und dann eben auch durchs Coaching erfahren habe, warum ist das überhaupt so? Weil wir dachten irgendwann quasi mit Ablehnung umzugehen. Ne, wir haben so Formate wie Konfliktmanagement und so weiter, nur halt nicht Wertschätzungsmanagement. Also ne, das heißt, wie gehe ich überhaupt wertschätzend mit mir um und mit meinem Gegenüber? Ne, und das ist was anderes, als zu sagen, wann folgt denn die nächste Ablehnung? Ne, sondern sich angenommen zu fühlen mit dem, was man ist und vor allen Dingen auch angenommen zu fühlen mit den Gefühlen. Ja, und das ist dann eben ein Heilungsprozess, der für uns alle eben wichtig ist. Das heißt, dass man merkt, okay, ich bin in Freude. Ich weiß nicht, wie häufig du schon gehört hast, boah, Ines, du bist da so in Freude, mein Mitgefühl. Ja, das gibt manche Tage, da könnte man Bäume ausreißen, da ist man voller Energie. Und dann ist es auf immer wieder wie so ein schwarzes Loch, ja? Dann, ja genau. Wo sagen wir häufig mein Mitgefühl? Bei Menschen, die leiden. Aber das darf man auch bei Menschen, die glücklich sind, mal häufiger sagen, mein Mitgefühl, weil dann geht man mit glücklichen Gefühlen. Und das ist etwas, was ganz Relevantes. Also entweder möchte man im Leben ein Schmerzversteher werden oder ein Freudeversteher. Und das ist ein großer, großer Unterschied, dieses freudvolle Sein. Und das bringt einen auch zum höchsten Bewusstsein. Und ne, Angst oder Reue, Groll und sowas, ne, das macht ja niedrig bewusst und niedrig, also dann niedrig frequent. Und dann eben dieses freudvolle Sein. Nur dafür ist dann auch etwas wichtig bei diesem freudvollen Sein, ne, dass man wirklich auch bereit ist, seine Zukunft auch zu kreieren. Und nicht sich von seiner Vergangenheit zu lösen, ne, sondern zu sagen, ey, ich habe doch Hände, ich habe Augen, ich habe einen Mund, der kann sprechen, was mache ich denn jetzt damit? Ne, und sich damit mal immer wieder wach zu rütteln und auch zu sagen, hey, ich möchte doch hier mit den Möglichkeiten, die ich habe, ne, mich doch dann auch glücklich präsentieren und irgendwas, ne, mich mehr auf die Freude konzentrieren. Und dieses Freude, wenn man sich mehr auf die Freude konzentriert, dann ist man mehr im irdischen Bezug. Also, ne, dass man wirklich auch, dass der dann gegenüber ein Gefühl hat, ey, der möchte mich auch irdisch berühren. Ne? Und das ist dann eben, dieses Irdische ist dann auch wieder der Bezug zu sagen, boah, ich bin hier gerne auf der Erde. Ja, dem Leben mehr Leben geben irgendwie. Ja, super, genau, genau. Also nicht Leere geben, sondern Leben geben, das ist genau, richtig, Ines. Ja, das ist so, seit der Zusammenarbeit mit dir habe ich das auch so für mich so verinnerlicht, dem Leben mehr Leben geben. Ja? Mhm. Und da zählt so vieles rein, Leichtigkeit, Harmonie, Freude, Glück. Ja, und wenn man sich auf diese Gedanken konzentriert, dann merkt man schon selber, dass sich das Feld anhebt und dass man einfach aus dieser Schwere, wo man auch drin steckt, rauskommt. Ja? Und genau. Wird aber, ich glaube, ein bisschen Eigendisziplin dazu, Selbstdisziplin, dass man wirklich dann auch bewusst sagt, so und jetzt drücke ich den Schalter und ich gehe in das andere. Ja. Es ist, also jeder Schritt ist immer eine Entscheidung von einem entfernt. Und dann gibt es eben ganz viele Mindset-Modelle, die uns an etwas festhalten. Ne? Wie so, ja, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, ich muss da aus dem Hamsterrad raus, dann denkt das Innere, ich bin in einem Hamsterrad und ich muss raus. Und das ist dann immer ein Überlebenskampf schon wieder.
Wenn man sagt, ich bin da nicht im, also Gegenteil von raus aus dem Hamsterrad ist, ich bin im Leben. Und wenn man im Leben ist, dann agiert man anders, als zu denken, ich muss irgendwo raus. Also da möchte man ja aus etwas rausflüchten. Und wenn man sagt, ich bin im Leben, dann lässt man sich da sein. Und dieses Dasein, das ist etwas, was uns auch gesund hält. Also nicht nur immer, was habe ich zu tun, sondern das Gefühl zu haben, also das ist ja ein Unterschied, in das, ob ich sage, ja, was hast du heute schon getan? Hallo, was machst du denn heute? Oder auch erstmal dieses Schön, dass du da bist. Ja. Und das Dasein, das akzeptiert einem auch in diesem menschlichen Gerüst und im Seinsfeld, also nicht nur im Tunsfeld, also was habe ich zu tun, sondern dass der Mensch sich auch in seinem Sein erkennt. Das heißt ja auch Selbstbewusstsein. Ja, und dieses Gefühl, dass Menschen einen auch gerne in der Nähe haben, weil man so ist, wie man ist, weil man diese Präsenz hat. Und daraus dann kommt die Wirkung. Ne? Also nicht erst tun, um etwas zu sein, sondern versteh dein Sein, damit du das Richtige tust. Ja, da habe ich aber jetzt mal eine Frage dazu. Wenn, so, sag mal, es gibt ja Menschen, die sind überall willkommen, ja, und gern gesehen. Und dann werden die aber wie so von allen so belagert, wie so eine Glocke, ja. Also so, die Menschen wollen dann immer mehr von diesen Menschen und die Menschen können dann aber manchmal gar nicht mehr geben. Kann man sich davor irgendwie schützen? Oder verstehst du, was ich meine? Also ich kann mir vorstellen. Nur das ist ja dann wieder die Angst, genau, dass etwas zu viel wird. Ne, die dann ja so ein bisschen mitgeht und einen dann ja wieder dran hemmt, dass man zu viel Publikum hat oder zu viele Fans oder das ist dann quasi auch mit dem Wissen zu gehen, also Wissenschaft, Abgrenzung. Ne? Also Fantasie ist ja wie ein offener Raum, der unendlich ist, und Wissenschaft, Abgrenzung. Ne? Das sind dann Sätze, um auch für sich zu merken, ich weiß, wenn etwas zu viel ist, ich weiß, aus Situationen auch rauszugehen. Ja, und ich weiß auch, jemand zu sagen, okay, später schon, jetzt habe ich das zu tun. Ja, also Wissen schafft Abgrenzung. Ja, und das ist dann eben, manchmal dürfen wir Menschen auch das mitteilen. Also, dass man sagt, okay, von sich aus wunderbar, so, und ich beantworte gerne alle Fragen morgen. Ja, also, sehr. Ja, und weil Schutz bedeutet ja wieder von der Wahrnehmung her, da ist was Böses, wovor ich mich schützen muss. Das ist so eher zu sagen, okay, ich bin mir meiner selbst bewusst und ich weiß, was ich mir zumute und kommuniziere dann auch Menschen um mich herum, wie ich es gerne hätte. Also was ist mein Richtig? Und das ist es auch, auch wieder hier für alle Zuschauer, Zuhörer und Zufühler. Also mehr, mach anderen bewusst, mach dir selbst bewusst, was dein Richtig ist, also vom Profil her, wie du für dich sagst, so ist es richtig für mich im Leben, so ist es schön. Und kommuniziere dieses eher dein Umfeld, weil wir denken häufig, jeder kann hell sehen und müsste doch der andere selbst drauf kommen. Nur das ist so eben einfach die Einfachheit dessen, sich richtig auszudrücken, mit dem Gefühl, jetzt kommt, dass es auch richtig verstanden wird. Weil die meisten trauen sich nicht, was auszudrücken, weil sie den Hebel haben, es könnte ja falsch verstanden werden. Ja, man hat auch oftmals das Gefühl, dass man verletzt, ja. Und ist, das ist halt so, was man gar nicht möchte. Doch. Die größte Schwierigkeit, die Menschen daran hindern, wirklich zu lieben, ist es, den anderen nicht zu verletzen. Weil Verletzen, es gibt ja mutwillige Verletzungen, klar, ich schneide dir die Hand ab und so, das ist dann eine Gräueltat. Aber Verletzen ist schon, wenn jemand eine Minute zu spät irgendwo hinkommt, oh, Entschuldigung, also oder wenn man den anderen vielleicht in die Augen schaut, obwohl der andere in sich eine Verlegung hat. Also sich immer verlegen damit fühlt. Das ist ja schon eine Verletzung. Also einen Menschen nicht zu verletzen, ist eine Sache der Unmöglichkeit, die uns aber irgendwo illusionieren lässt. Also irgendwie wissen wir dann überhaupt nicht mehr, uns zu benehmen. Und die Befreiung dessen ist auch zu sagen, ich bin bereit, mich verletzen zu lassen und auch Menschen weiter zu verletzen, weil es ist ein Grad der Unmöglichkeit, diese zu verhindern.
Nur natürlich habe ich in meinem Sinn immer hauptsächlich, dass ich jeden Tag für mich erkenne, was für mich richtig ist und dass ich mein richtiges Leben auch, ne, also zelebriere und zeige. Aber das Nicht-Verletzen ist dann immer eine Entscheidung. Also um nicht zu verletzen, muss das Bewusstsein immer herausfinden, wann verletze ich denn überhaupt jemanden, um nicht zu verletzen. Aber was man wirklich will, ist, dass man sagt, okay, ich bringe meine, also mich harmonisch zum Ausdruck. Ja, also ich bringe mich einfach harmonisch, so wie ich bin, zum Ausdruck. Und ob der andere damit dann genervt ist, was schon eine Verletzung ist, oder eingeschnappt ist, was schon eine Verletzung ist, oder sich sogar auch zu viel geliebt fühlt. Es gibt ganz viele Menschen, die fühlen sich zu viel geliebt, also das ist mir zu viel. Ja, und deswegen ist so dieser, gar nicht den Umgang von dem nicht zu verletzen zu lernen, sondern wieder den Umgang mit Komplimenten, mit Respekt. Ja, und das in Anziehung zu bringen, zu sagen, okay, ich wünsche mir mehr Harmonie in meinem Leben. Also nicht, ich wünsche mir nicht verletzt zu werden, sondern ich wünsche mir einfach schlichtweg mehr Harmonie in meinem Leben. Also da über dieses Thema Verletzung können wir ein 3-Tage-Seminar machen. Also es ist so, so heftig, wie viele irgendwann für sich gesagt haben, entweder ja Opfer, ne, also die gesagt haben, ich will nie wieder verletzt werden. Und das Innere stellt es ja immer eine Kausalität. Ne? Das heißt, wenn zum Beispiel eine Situation, ne, länger ist und jetzt sagt ein Mensch, boah, ich habe jetzt jemanden geliebt und mein Herz aufgemacht und so. Ja. Und dann wird irgendwie fremdgegangen oder sowas, ne? Also, oder irgendwie enttäuscht. Ne? Und dann sagt dieserjenige, ich will nie wieder verletzt werden. Dann baut das Innere, sagt dann, wie ist das möglich, ja, wenn ich nicht mehr liebe. Das ist die Gefahr. Ja, und deswegen darf man manchmal also was ganz relevant ist, auch als Glaubenssatz, ist eben, nee, ich will weiter meine Erfahrung machen. Weil sonst werden ganz viele erfahrungsscheu und klammern dadurch irgendwann nur noch die Erfahrung der Vergangenheit und sind nicht mehr bereit, weiter, ne, offenherzig zukünftige Erfahrungen zu machen. Dem Leben mehr Leben zu geben. Dem Leben mehr Leben zu geben, genau. Jeden Tag wieder zu sagen und was, ne, wie so ein Spruch, ne, also den man sich abends auch häufiger stellen darf, ne, heute schon gelebt. Ja, genau. Ja, und das sollte man sich früh vielleicht als erstes stellen, damit man in diesen Drive reinkommt. Ja? Genau, also ne, deswegen, ja, ist schön, dass du sagst, weil die Filmwelt macht uns häufig, ne, so weiß, okay, Happy End, aber man kann besser einen Happy Start direkt schon haben. Also da auch als ein Tipp für alle, die das jetzt hier sehen, hören oder fühlen. Morgens, ne, oder bastel dir so eine Glücksplatte, wo du dich morgens draufstellst. Ne, entweder aus Holz oder einfach ein Stück Papier, also ein Blatt Papier, wo draufsteht, okay, Glück. Und damit du weißt, jeden Morgen landest du wieder in deinem Glück. Und da aus dem Glück heraus gestaltest du dein Leben. Ne, weil das ist unglaublich, was das mag. Aber das Unterbewusstsein ist schon wieder weiß, am nächsten Tag lande ich auf jeden Fall wieder im Glück. Und aus dem Glück etwas zu entwickeln, ist was definitiv was ganz anderes als aus dem Leid. Weil Leid zieht Leid an und Glück zieht dann eben auch Glück an und eine wahrhaftige Wirklichkeit. Das ist ein genialer Tipp. Ja, also das ist wirklich ein genialer Tipp. Ja, da kann man sich, ja, ich glaube, ich stiefel dann gleich im Baumarkt und hol mir noch große Holzplatte. Sehr gut. Ja. Genau. Damit hast du auch schon wieder ein Prinzip gemacht, zu sagen, okay, stell mir so, genialer Tipp. Und dieses, was du jetzt gerade gemacht hast, ne, dann schon, okay, ich will das ja machen. Also ich sehe mich schon im Baumarkt, ne, also damit dieser Schritt nicht verpufft, ne, sondern jetzt hänge ich den. Ich hänge es an etwas dran. Baumarkt. Und dann sehe ich schon, ne, wie das Ding vor meinem Bett ne, schön gestaltet ist. Ja, also um direkt so ein bisschen immer an Umsetzung zu denken, an die Umsetzung, die damit verbunden ist, damit es nicht nur im Geist bleibt. Ne, wir können etwas bewegen und da dürfen wir auch den Körper immer auch wieder ne, sagen, ey, super, weil ich kann ja einen Pulli auch von rechts nach links legen. Also es ist unglaublich. Das brauche ich geistig gar nicht, ne, sondern wir können Dinge bewegen. Und dieses Gestalten von etwas, das ist eben ganz, ganz wichtig,
Weil jede Art von Kreativität beruhigt das Nervensystem. Und das heißt, dieses auch zu gestalten, mal im Baumarkt, ne, und ne, diese Wege zu gehen, und du gestaltest deine eigene Platte. Super. Ja, da, ich habe jetzt gerade, so, es ist jetzt wie so ein Film vor mir abgelaufen, weil ich habe ja auch diesen Brettshirt-Shop, wo ich lauter Ich-Bin-Motive habe. Und ich muss mal gucken, ob ich dort Ich-Bin-Glück, Ich-Bin-Harmonie, dann werde ich mit Lämmer solche Aufkleber bestellen und die dann mit der Platte bestücken. Und das kann ja eigentlich nicht genug sein, oder? Man muss sich ja nicht bloß aufs Glück beschränken. Absolut, absolut. Und das ist genau, mit Harmonie, also einfach mal klug überleben, also nicht dumm. Also ne, das ist so, klug überlegen, was kann ich denn jetzt da drauf tun? Was ist im Moment für mein Leben, ne, und für das, was ich jetzt vorhabe, relevant? Also dann einfach mal so, wie, als könnte man mit Schwingung kommunizieren, mit Frequenzen, um auch zu merken, was ne, was ist jetzt für mein, was tut meinem Wohlergehen gut? Ja. Ja, und das sind wesentliche Fragen dann eben. Also ne, falsch ist es dann zu sagen, oh, ne, wie kann ich jetzt mein Stress bekämpfen? Ja. Sondern der viel, viel relevanter ist, was kann ich für mein Wohlergehen tun? Dann hat man nämlich weiterhin eine Entspannung in sich, und diese Entspannung macht eine Freude im Außen. Also eine innere Entspannung gleich Freude im Außen. Freude im Außen gleich innere Entspannung. Und das ist deswegen immer wieder, sich dahin zu üben, wie trainiere ich mein Wohlergehen? Und weniger trainieren, wie komme ich mit meinem Stress klar? Das Problem ist ja, bei Menschen, die immer denken, mit dem Stress klarzukommen, die kommen irgendwann nur noch klar durch Stress. Ja. Und ziehen an. Ja, und deswegen dieses Wohlergehen, ne, das möchte ich mehr hypen. Ne, also mehr immer darauf hinweisen, trainiere dein Wohlergehen. Ja, die deutsche Sprache ist schon... Absolut. Absolut. Ja, wir wählen das oftmals. Dann schick mir mal Fotos, wenn du sie gestaltet hast. Würde mich freuen. Finde ich immer ganz schön. Nee, das ist auch eine geniale Idee, weil man einfach so, man sucht ja immer so Aufhänger für sich. Ne? Wir brauchen ja irgendwelche Krücken, um uns wieder in dieses Feld reinzubeamen. Ja? Und dann, ich habe da auch so einen, so einen ganzen Koffer, Selbsthilfekoffer für mich kreiert, dass ich darauf zugreifen kann. Weil es gibt ja immer wieder Tage, wo du sagst, naja, okay, am besten, wir gehen jetzt wieder ins Bett und stellen uns tot, wie du am Anfang gesagt hast, ja. Und da, ich glaube, die Zeit hat jeder, und vielleicht hast du die ja auch mal, ne? Und die Frage ist halt, wie schnell komme ich aus dieser Situation wieder raus? Ja. Es ist so, also ich bin ja sehr kreativ, und zu dem Thema, okay, also ich habe immer nur gute Tage, weil ich weiß, um diese... das Gesetz der Anziehung. Ne? Und ich weiß eben, Gutes zieht Gutes an, und Gutes zieht auch gute Lösungen an, und Schlechtes zieht schlechte Lösungen an. Ich habe dazwischen in meinem Leben, habe ich tatsächlich das mal ausprobiert, dass ich dachte, boah, warum habe ich immer diese guten Gefühle? Ne, weil ich da mal eine Freundin hatte, die hatte dann auch gesagt, das kann ja nicht sein, dass du immer so gut drauf bist. Ne? Und dann dachte ich, oh, jetzt muss ich mal lernen, mit schlechten Gefühlen umzugehen. Ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir, oh, ich muss mich wohl schlecht fühlen. Das habe ich dann mehrere Jahre ausprobiert, aber das war nicht so schön. Ich dachte, warum kann ich mich denn nicht aufbinden? Ne, weil ich bin immer, ich bin sehr auch in der Alpha-Schwingung unterwegs, ne, also um dann eben auch immer geistige Impulse einzufangen. Und damit bin ich quasi immer in einem entspannten Feld. Ne, nur das ist so. Der Fehler ist manchmal, dass man denkt, warum sind die anderen so? Ne? Also, oh, warum sind die, ne? Warum bin ich nicht so wie die anderen? Weil, ne, warum bin ich nicht auch so gestresst? Warum bin ich nicht auch so immer kurz vorm Ärger und am Ausrasten? Ich habe es dann mal eine Zeit, weil ich ausprobiert, aber das. Nee. Ich glaube, das muss man ja ausprobieren. Das ist ja die. Nee, genau. Und dieses Gut, das ist eben, ich habe ja auch ein Album ausgebracht, Glaub an dich. Das hatte ich dir auch gesagt, wo ich dann ja auch jetzt ein Buch geschrieben habe, was dann mit der Aufzeichnung hier ja auch, gehen wir mal von aus, zu 100% auch fertig ist, ne, und bestellbar ist. Und ich gebe da auch Seminare, aber ich verrate schon etwas ganz Wesentliches, was ich dann zu Beginn des Seminars immer verrate. Weil dieses Glaub an dich, und jetzt kommt etwas, was
als Zwischen, also es geht einfach um dieses eine Wort, glaube gut an dich. Mhm. Weil das ist ja wie bei uns seelisch, wir können uns der dunklen Seite zuwenden oder der Lichtseite. Und so ist es dann eben auch mit dem, ob man sagt, ich finde mich gut oder ich finde mich schlecht. Nur dieses, ich finde mich gut, dann findet man sich im Guten wieder und findet auch eine gute Entwicklung und findet man sich schlecht, ja, dann entwickelt man sich auch im Leben, aber schlecht. Also es ist dieses Glaube gut an dich, das ist so relevant. Ne? Und dieses Gute klingt ja auch ähnlich wie im Englischen good, ne? Also Gott. Und das ist dann eben der positive Anschluss, also den wirklich auch zu schöpferischen Prinzipien. Und schlecht ist dann automatisch, ist der Herzkanal rausgerissen. Also man kann gar nicht mehr schöpferisch wirken und regt sich über etwas auf, was man irgendwann vielleicht selbst auch, also man regt sich quasi selbst auf über sein Schöpferdasein. Ja, und deswegen dieses Gut, einfach zu sagen, okay, sich immer wieder hinzusetzen und einen klugen Plan zu machen. Na, so einen klugen Plan, wie gestalte ich jetzt mein Leben? Also weniger in Aufregung zu gehen. Ich sage bewusst nicht in Aufregung, weil da muss man immer aufpassen, dass man sich nicht aufregt, ne, sondern zu sagen, okay, ich gestatte mir auch die Aufregung, wenn ich es will, wenn ich Bock habe. Nur mein Hauptsensor ist Harmonie. Also ich möchte Harmonie übertragen, weil Harmonie ist der natürliche Zustand des Menschen. Das ist ja, also Harmonie, immer wieder in der Harmonie zu landen, das ist die Basis. Weil in Harmonie zu sein, dann hat man eben dieses Wohlfühlgefühl und das ist etwas, was irgendwie im deutschen Feld viel zu wenig berührt wird. Also weil durch komische Sätze wie, boah, bist du harmoniebedürftig und so weiter. Also wären wir alle harmoniegebend, dann wäre auch keine Harmonie bedürftig. Ne? Ja. Aber wenn alle sich auf den Stress konzentrieren, dann reicht ja keine mehr Harmonie. Na, und deswegen auch dieser Appell dahin, also trainiere mehr deine harmonische Seite, bring dich harmonisch zum Ausdruck und dann muss auch keine Harmonie bedürftig sein. Weil das ist etwas ganz Relevantes. Und Harmonie erzeugt schon mal ein längerer Blick auf einen Menschen, um zu sagen, ich bin an dich, also ich bin an dem, was du sagst, auch interessiert. Das bringt eine Harmonie. Also das heißt, wenn man harmonisch sein, dann schaut man Menschen auch ganz anders an. Wenn man den Stress versteht, dann guckt man ganz schnell weg oder ist schon drei Zeilen weiter. Ja, da komme ich zu Wort. Ja, aber das ist, weil viele dann auch, oder weil man oftmals auch diese Harmoniesucht hat, aber die Sucht hat man ja nur, weil es überall fehlt im Außen. Oder? Ja, und wir dazu viel zu wenig erfahren haben, ne, dass es auch möglich ist, harmonisch sein Leben zu gestalten. Ne, weil dieses immer mit dem Stress, also ne, es gibt so viele, wenn ich das ja auch energetisch teste und so, ne, die laufen immer im Stress hoch. Also wir haben entweder viel Stress oder wenig Stress. Mhm. Aber dass jemand harmonisch im Takt ist, ist viel zu wenig, viel zu wenig, viel zu wenig. Und das darf wieder mehr werden. Deswegen schön, dass du diesen Kongress ja auch hast. Ich vertraue darauf mal drauf, dass viele das hier sehen und für sich umsetzen, um zu sagen, boah, ab heute gestalte ich harmonisch mein Leben. Also nicht, ich gestalte im Stress mein Leben, um von irgendetwas wegzukommen, ne, sondern ich gestalte harmonisch mein Leben. Und dadurch wird die Harmonie auch weiter begrüßt. Und das ist etwas ganz, ganz Relevantes. Ja, letztendlich wollen wir ja alle geliebt werden und in Harmonie leben. Das ist ja unser Ziel. Ja, und deswegen geht es nicht um die zu sagen, wie komme ich jetzt mit Kritik zurecht? Wie komme ich jetzt mit Hatern zurecht? Wie komme ich mit irgendwelchen Ablehnungen zurecht? Sondern wie komme ich denn damit zurecht, wenn ein Mensch mir auch eine Zustimmung reicht? Wie komme ich denn damit zurecht, wenn ein Mensch mich annimmt? Das ist viel relevanter. Ja, aber oftmals kann man ja gar nicht mit Komplimenten umgehen oder ja, da lehnt man das ab oder überhört man das oder gibt sofort entgegen Kompliment. Das ist ja für eigentlich auch wie so eine Ablehnung, weil ich sag mal, wenn ich jetzt sofort entgegen Kompliment gebe, dann kann ich ja, bade ich ja gar nicht in meinem Kompliment. Ja, und das liegt daran, weil viele immer denken, mit ihnen stimmt etwas nicht.
Na, und dann kann ja nicht sein, dass man dann ein Kompliment bekommt. Also das wird direkt weggeschmettert. Also man glaubt es nicht. Na, das hat was mit der Glaubensstruktur im Inneren zu tun. Und deswegen, erst wenn du für dich erkennst, ne, so wie ich bin, bin ich richtig. Ne, so wie ich bin ich richtig. Dann kann ein Mensch auch Komplimente annehmen. Aber ne, diese Fehlersuche immer, aus Fehlern lernt man, ne, und Fehler sind ja menschlich. Deswegen ja auch, ne, erinnere dich daran, dass es auch richtig menschlich ist. Und dass du als Mensch so bist, wie du bist ein schöpferisches Wesen und bist Meister deines Seins und du kreierst dir deine Umstände selbst auch mit. Also du, ich entscheide ja jetzt hier auch mit, ob ich jetzt mit Ines hier ein Interview mache oder nicht. Also ich habe es ja mit entschieden. Und das ist wieder dann eben dankbar zu sein, dass wir einen Willen haben, dankbar zu sein, dass wir in Situationen reinrutschen können oder auch rausgehen können. Also die Dankbarkeit über den Willen, das schafft was Magisches. Und dann, ne, also ich habe ganz viele im Coaching, die dann so, oh, kannst du nicht Reset machen? Also als würden die wollen, dass man ihr Drehbuch schreibt. Ja, oder oh, warum wollte ich das überhaupt? Und am besten will ich dann gar nichts mehr, dann kann mir ja nichts mehr passieren. Ja, aber dieser Umgang, ne, zu sagen, okay, ich bin dankbar für meinen Willen, das schafft magische Momente. Das ist etwas. Ja, also nicht dieser Satz, ja, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die wollen. Ne? Also das ist so, aber nee, Erwachsene, die sagen, was sie wollen, ne, die kommen auch näher dahin, dass sie bekommen, was sie wollen. Also dieses Auszusprechen, was man will, das haben wir wieder mehr zu lernen. Also, ne, weil dann gibt es ganz viele, die auch einen helfen wollen. Aber wenn man gar nicht ausdrückt, was man will oder denkt, ich muss das für mich behalten, damit keiner meinen Traum zerstört, dann kann einem auch keiner helfen. Ja. Also je klarer du die Absichten in den Raum stellst, dann gibt es so viele gut helfende Menschen, die sagen, ey, wow, da habe ich eine Idee für dich. Und deswegen, das ist so wichtig, da dahin aufzuwachen, im Glück aufzuwachen, zu sagen, wow, ich habe ja Potenziale, Begabung, Talente und Interessen und Ideen davon, wie ich wahrhaft mein Leben gestalten will. Und das kommuniziere ich jetzt mal mehr und vertraue dann auf die Synchronisation, dass Menschen dadurch berührt werden und mir wieder auch dabei helfen, wow, guck mal, da kenne ich doch den, da kenne ich doch den, da kenne ich doch den. Aber es gibt so viele Ines, die haben Angst, enttäuscht zu werden und halten ihre Träume zurück. Die sprechen nicht darüber. Ja, aber das ist so. Deswegen machen wir ja auch den Aufwachkongress. Weil ich habe das selber gemacht, so, dass man sich oftmals hier getraut hat. Und ich mache diese technischen Sachen auch alles selber. Und dann finde ich manchmal auf Webseiten irgendwas, da denke ich mir, das gefällt mir gut. Und dann habe ich in der Zwischenzeit auch den Mut, genau denjenigen, wo es mir gefällt, anzusprechen. Und super. Mir ist noch nie so gegangen, dass jemand gesagt hat, und dann geantwortet hat und so. Im Gegenteil, die Menschen freuen sich, weil man was gesehen hat und wollen dir dann wirklich helfen, ja? Also, war genau, und ich kriege dann auch eine Hilfe und ganz einfach, ja? Also, das ist so, zum Beispiel der Andreas Demon ist auch so einer, der macht mir mal schnell ein Video, wenn ich irgendwas nicht verstehe, ja? Also, das ist so, oder egal, da gibt es ganz viele, die man einfach, wenn man fragt, kriegt man eine Antwort, ja? Oder wenn man um was bittet, dann kriegt man auch oft Hilfe. Und man kriegt auch mal ein Nein. Ja, dann ist es okay. Aber ich habe mir getraut, zu fragen. Ja? Genau. Also dieser freundliche Umgang, ne, das geht, auch im Geschäftlichen heißt es ja mit freundlichen Grüßen, das darf man ruhig mal persönlich nehmen. Ne, also, ne, dieses, weil Gegenteil von Freundlichkeit ist Feindseligkeit. Ne, und deswegen ist es wieder, ne, dieses mit Freude was schaffen, ne, mit Freude einfach davon auszugehen, dass Menschen Freude daran haben, mit dir auch zu reden. Na, und dass du, der Beginn ist, dass du mit Freude redest. Also erst wenn du mit Freude redest, hast du das Gefühl, dass Menschen auch an dem, was du sagst, interessiert sind. Na, und das ist dann eben diese Freundlichkeit wieder zu schulen, sich daran zu erinnern. Na, ein Leben zu haben, wo man damit rechnet, ja, Menschen sind damit in Freude, dass es mich als Mensch gibt. Ja, und das sind dann eben gewisse Wertesysteme, wo man sich dran erinnern kann, weil prinzipiell ist jeder Mensch damit in Berührung gekommen und lebt damit. Wir haben es nur vergessen, dass wir von sich aus freundliche Menschen sind. Also ne, die irgendwo freundlich, ne, also das Licht in Freude ihr Licht auch zeigen. Und das ist eben auch etwas ganz Wesentliches, ne, für alle, die Freude nicht im Schatten zu verstecken, aus der Angst wieder enttäuscht zu werden, sondern zu sagen, ne, jetzt heute noch
ne, dass du dich richtig präsent im Licht stellst und zu sagst, boah, ich zeige mich mit meiner Freude im Licht, weil ich es will. Und das ist etwas ganz Relevantes, weil in Freude im Licht zu wirken, da bekommst du, also das ist wieder magisch. Magisch, weil das steckt dann auch wirklich an und das kann man probieren. Also wenn man wirklich voller Freude ist, man trifft ganz andere Menschen unterwegs, ja, wie man sonst trifft. Und ich sag mal, ich arbeite ja noch hauptberuflich im Eventbereich und dann ist es oft mal so, dass dann, ja, wenn so Mails kommen, kommen mehr als genug davon, dass man sich da einfach manchmal auch drunter schreibt oder ganz kurz antworte, fein, dann startet ja die Woche super. Ja? Und das ist manchmal so ein Satz, ja, dass einfach nur dieser eine Satz kann eine ganz große Veränderung machen. Oder ich schreibe auch im geschäftlichen Bereich jetzt nicht immer, also, aber ich schreibe auch, wenn es Kunden sind, die man schon länger kennt, ja, dann kann man die auch mal mit Liebe anreden oder ich schreibe auch mal, also oft mal drunter mit Herzensgrüßen oder Herzensgrüße sind uns zu dir unterwegs oder irgend sowas. Und man merkt, denn dieser Spiegel kommt vielleicht beim ersten Mal zurück, weil erstmal erschrocken. Ja. Und beim zweiten Mal kommt dann Ähnliches zurück oder Gleiches sogar. Und das finde ich dann immer so interessant. Also das ist manchmal für mich so ein richtiges Spiel. Sehr, sehr, super, super. Und ich spüre als Empath eben auch, da bist du mit Freude bei der Sache. Und das ist eben was ganz Relevantes, ne? Dieses mit Freude bei der Sache zu sein. Ne? Ich habe mal früher so eine Studie gelesen, 86% arbeiten an einem Arbeitsplatz, wo sie nicht mit zufrieden sind. Mhm. Und dann bekommt man ja auch kein Geld, dann bekommt man Schmerzensgeld. Ne? Mhm. Und dieses mal wieder zu sagen, ja, wo lebe ich denn überhaupt meine richtige Berufung? Und das ist eben, hängt auch wieder mit dem Gesetz der Resonanz zu tun, wenn man sagt, okay, ne, also ich lebe mit Freude meinen Beruf und bringt sich immer in diesen Zustand rein, dann wird man da immer mehr reinbewegt. Also selbst wenn du nicht in dem Job bist jetzt, der die Freude bringt, aber durch den Zustand, durch diese Frequenz wirst du reingeführt. Und das ist eben etwas ganz Relevantes, was ich ja dann eben auch Menschen immer wieder anbiete oder was wir jetzt auch durch den Kongress ja auch anbieten, ne, einigen Menschen, ne, weil dabei unterstützt dich die Freude zu finden und diese blockierenden Glaubenssätze sonst direkt, die damit verankert sind, zu transformieren. Ne, wo man, ne, weil es gibt viele, die haben drin, ich muss so leben wie meine Eltern, ne, also als Glaubenssatz. Und wenn der nicht transformiert ist, ne, dann geht nämlich die Bewegung im Gehirn bei Beruf erst zu den Eltern und dann zum eigenen Leben. Ne? Und da bin ich in der Lage, das in Sekunden zu transformieren, ne, damit dann wieder das richtig gestellt ist, um zu sagen, ich darf selbst meine Berufung auswählen. Nur wenn das im Inneren nicht angelegt ist. Ja, jetzt gibt es aber auch Umgekehrt, dass man sagt, ich will nicht so sein wie meine Mutter oder ich will nicht so sein wie mein Vater. Ja, aber auch das kannst du ja transformieren. Ja, genau, weil das ist ein riesengroßes Thema, weil es ist so manchmal darf man sich auch die Frage stellen, okay, will ich nicht so sein wie meine Eltern, wie sie damals waren, in der Kindheit, als ich Kind war, oder will ich nicht so sein jetzt als Erwachsener, wenn ich das jetzt als Erwachsener bewerte, ne, aber es geht darum, dann, da ist ganz viel wegen diesem mit den Eltern oder will ich nicht so sein oder will ich so sein, das wirkt total auf die Zellstruktur und auf den Spiegel. Weil manchmal können wir uns in Gleichheit bewegen. Na? Also das heißt, wir können gleicher Meinung sein. Und es gibt Menschen, die sind immer gegen etwas, weil wir ganz viele unbewusste Fragmente in jemanden reinprojizieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel gegen die Eltern ist, so will ich nicht sein, und andere bringen nur eine gewisse Ähnlichkeit auf mit den Eltern, dann wundert man sich, warum bin ich denn jetzt überhaupt gegen den? Das gibt's doch gar nicht, weil eigentlich ist das doch voll schön gesagt. Ja, ne? Genau. Und deswegen sind da ganz, ganz schön viele Transformationen auch wichtig. Und dieses, ich will nicht so sein wie meine Eltern, wird auch vom Inneren nicht richtig verstanden, von der Bedeutung her. Weil irgendwann ist man selbst Eltern und will dann nicht Eltern sein. Das ist das Problem.
Ja, und ich möchte in der Lage sein, mein eigenes Elternsein richtig zu verkörpern. Das ist dann quasi, ne, so ein Glaubenssatz, wo nur manchmal ganz viele Schemata dazwischen sind. Ja, nur das heißt, dieser Urteil, den wir uns andere manchmal erlauben, so will ich nicht sein, wir haben sowieso mehr aus dieser Vergleichsstruktur rauszugehen. Ja, sondern zu sagen, wer willst du sein, Ines? Ne? Ines. Ne, genauso wie ich will Hubert Krane sein. Aber wir sagen viel zu häufig, ne, stellen wir uns in Vergleich und bringen uns dadurch in so eine eigene Ungerechtigkeit, dass wir immer sagen, ja, so will ich doch sein. Und das innere Selbstwert wird dadurch immer weiter gekränkt, ne, weil man sich quasi sagt, ich will nicht ich sein. Und das ist ein magischer Satz, ne, heute will ich wieder ich sein. Ja, das ist aber, ich sag mal, ich habe auch so T-Shirts oder auch Aufkleber, wo ich bin, draufsteht einfach nur ich bin. Und dann habe ich, ich bin ich. Ja, und ja genau, ist, genau. Ich bin ich. Und das ist so ausschlaggebend, so wichtig. Also ich habe auch ein T-Shirt mit ich bin ich, wo du dann manchmal einen dummen Spruch kriegst. Ja, und da weiß ich aber, dass die das verstanden haben, weil wir sind ja alle ganz besonders. Ne? Genau. Und ich bin ich, weil ich gerne ich bin. Also. Die Ratio, die will immer eine Erklärung. Ja, und ich bin ich ist dann quasi wie ein künstlerischer Satz. Und ich bin ich, weil ich gerne ich bin. Also wir brauchen manchmal im Außen noch mal eine Bestätigung. Ne? Und wenn man die von anderen holen will, dann kriegt man häufig Enttäuschung oder ist ja dumm oder sonst was. Aber die kann man sich auch häufiger selbst reichen. Ne? Ich bin ich, weil ich gerne ich, weil, warum denn? Ja, weil ich gerne ich bin. Total stumpf, aber es wirkt. Ja. Ne? Und dieses wieder, das wissen wir ja auch durch die Edith und so numerologisch, also wie wichtig der Vorname und der Name ist. Und nur wenn man sich anerkennt mit seinem Vor- und Nachnamen, kann man seine Potenziale wirklich auch leben. Ne, deswegen ist das auch so wichtig zu sagen, ne, also in meiner Welt, ne, ich will Hubert Krane sein. Weil erst dadurch komme ich mit meiner wirklichen Kraft und mit meinen Begabungen und mit meinem wahrhaftigen Menschsein in Berührung. No, und deswegen, die meisten sind unglücklich, weil sie immer die ganze Zeit jemand anderes sein wollen. No, und deswegen dieses, ich bin ich, no, früher wurden, und das habe ich dann eben in Coachings ganz viel, denn wenn ich mich liebe, dann bin ich egoistisch. Ne? Oder, also das ist total schräg. Nur das Ich ist ja ein Akzeptieren der eigenen Identität. Aber deswegen haben so viele eine Identitätsstörung, weil sie immer denken, ne, also... Ich, das darf man doch gar nicht so sagen, ne, ich, das ist doch egoistisch. Nein, nur wenn das Kind ja auch sagt, ich, beginnt es sich mit seinem eigenen Individuum zu verstehen. Ja, und wenn man wieder mehr, ne, was du da als T-Shirt hast du das oder ich bin ich, ja super, weil je mehr das wieder für sich denken, dann kommt wieder eine Identitätsklarheit, also eine Identitätsschönheit ein und nicht eine Identitätsstörung. Ja, und weil viele sind ja schon gestört, wenn man nur ihren Namen sagt. Ja, das ist aber mit dem Namen kann man so schön spielen. Also ich sag mal einmal, oder hat mir mal das mein Handy auch geholfen. Ich schreibe dann oder diktiere auch oftmals, ja. Und dann schreibe ich immer drunter, Herzensgrüße Ines oder Liebe Grüße Ines oder wie es auch immer. Ja. Dann stand mal, Liebe Grüße 1. Ich habe Ines gesagt, ja. Bis ich dann gemerkt habe, dass Ines anders geordnet 1 heißt. Eins sein. Das Universum in dem Moment gespiegelt, aus einer Situation heraus. Da war ich davon richtig beeindruckt. Und später hatte ich dann noch mal ein Video von der Edith gesehen und die hat dann gesagt, sie spricht sozusagen mit ihrem höheren Selbst, und weil das ja der beste Freund ist. Und das ist ja das, wie wir eigentlich wirklich sein wollen oder sind. Ja? Und die nimmt dann ihren Namen immer rückwärts. Und dann ist mir eingefallen, das habe ich vielleicht bis Mitte 20 gemacht, ja. Dann habe ich mit meinem Namen auch immer rückwärts gehabt, also Seni, und habe dann selber mit mir gesprochen, ja. Und das ist mir, das Video hat die Edith vor ein paar Wochen in Videokanal hochgeladen. Und da habe ich gedacht, das hast du die ganzen Jahre vergessen. Aber irgendwann haben wir es auch gemacht, ja. Und ich glaube, das ist auch wirklich diese Zeit, wo wir uns erinnern. Und dann gibt es halt solche Erinnerer in dem Moment, ja, wie dieses Video. Genau. Und deswegen, also ich habe
lange Zeit, also zu meiner Biografie, hatte ich lange Zeit ein Problem mit meinem Vornamen sogar. Also Hubert, also ich habe Musik gemacht, ne, Rockmusik auf der Bühne. Und wenn dann, weiß ich nicht, irgendwie, wenn dann Menschen gefragt haben, wie heißt denn Hubert? Ja. Ne, also ich hatte wirklich lange Zeit damit so eine Auseinandersetzung. Ne? Weil eben so jetzt weiß ich erst, ne, durch die Idee, durch Christian Breitschwert und sowas, dann numerologisch, welche Bedeutung das alles so hat. Und ich habe aber vor 10 Jahren, habe ich irgendwann mal einen Trick gemacht mit meinem Vornamen. Ne, da habe ich jedem Buchstaben eine Bedeutung gegeben. Ne? Also Hubert, ne, und dann hatte ich A, Heiler, ne? Unternehmer, B, Berater, E, Erfolg, R, Reich, T, Trainer. Also ich, damit habe ich den Namen einen Glanz für mich gegeben, also eine Bedeutung. Ne? Und das ist schon wertvoll, also was man dann eben auch mit ganz einfach mit gewissen Worten, ne? Und dann nimmt man einfach die Buchstaben und gibt denen eine Bedeutung und dadurch hat es wieder eine schönere Frequenz in einem. Ja, das U ist ja, ich glaube auch so, das wird ja mit einem Hufeis verglichen, dass immer was reinfallen darf, das Glück immer reinfallen darf, ja. Also bist du ja mit deinen Händen richtig gesegnet, ja. Ja, ja, also im Nachhinein, genau, ist das auf jeden Fall. Und das wissen wir auch. Und darum geht's, ne? Also da auch ein Appell an jeden, die Natürlichkeit anzunehmen. Also die Echtheit der eigenen Persönlichkeit, indem man einfach sagt, okay, ich stehe zu meinem Vor- und Nachnamen. Ne? Also, ne, das ist ja wie ne, bei, das beste Beispiel ist ja James Bond. Ne? Also, Bond. James Bond. Also ne, diesen Ausdruck wirklich, und weil das ist ja der Reminder. Also im Endeffekt bringen einen ja Menschen mit dem Vor- und Nachnamen in Verbindung und kriegen durch den Ausdruck von Vor- und Nachnamen, kriegen die schon gewisse Frequenzen mitgeteilt. Und darum geht es dann eben auch sehr, sehr viel, dass wir Menschen uns wieder richtig kennen. Also nicht im Falschen immer nur das Falsch verstehen wollen, ne, oder warum läuft etwas falsch, sondern wie laufe ich richtig? Ja, also wenn man auch Planung macht oder so, na, wie kann das denn für mich, also wie wäre es denn für mich richtig? Ja, also wir sind irgendwann so sehr in einem Unglauben unserer selbst gekommen, dass man ganz viele immer eine Bestätigung im Außen brauchen. Ne? Also zu sagen, ja, wie würdest du das denn machen? Aber frag mal 100 Leute. Ja, hast du 100 Meinungen oder 100 Leute anders? Und dann gibt es auch welche, die sind chronische Kritiker, die, ne, die sagen sowieso immer, ne, so, ach, lass es direkt. Ne, dann gibt es welche, die wollen andere nicht verletzen, die sagen dann, ja, auch wenn sie es vielleicht anders gemeint haben. Dann gibt es welche, die sagen, das rede ich dem aus, weil ich finde die Idee klasse, aber für mich und so weiter. Und dieses mal in Verbindung mit dem höheren Selbst, was du gesagt hast, ne? Also mal zu sagen, wieder dem Herzkanal zu vertrauen, weil das Herz ist das Herz ist der Schlüssel zum höheren Selbst. Nicht der Kopf, sondern das Herz. Ne? Also, sondern ich verbinde mich mit meinem Herzen und damit zur geistigen Welt und damit auch zu meinem höheren Selbst. Ne? Und das ist dann eben das nächste Wort, was wir im Sprachgebrauch haben, ist dadurch auch immer wieder mit der Intuition zu gehen. Weil dieses Feld des Geistigen und so, das ist ja so riesig. Nur das ist dann eben immer wieder auch die Intuition. Nicht nur bei Frauen, um zu sagen, es gibt die weibliche Intuition, sondern ne, jeder Mann hat auch eine Intuition. Also das ist nicht nur den Frauen vorbehalten, sondern jedem Menschen. Und wenn man intuitiv gewisse Dinge angeht, dann behält man auch die Magie, wenn man schon vorher denkt, ja, ich muss das ja alles schon vorher sortieren und alles schon genau planen, wie es laufen soll. Das ist gegen das Leben. Das ist gegen das Leben. Ja, und deswegen auch da ganz wichtig, ne, weil das ist ja wie bei uns jetzt, ne, wir haben uns ja nicht aufgeschrieben, was sagen wir denn jetzt zu welcher Zeit. Ne, wir haben dieses vollkommene Vertrauen, dass das Richtige gesagt wird. Ne, und dadurch darauf lassen wir uns ein und dann haben wir ein hübsches Gespräch. Ja, naja, ich finde das auch so, dass die Gespräche im Fluss sein sollten, weil sonst ist es aufgesetzt und dann kommt es wieder nie aus dem Herzen. Ja, und dann genau. Wieder, was wir ja eigentlich überhaupt gerne wollen. Ja, aber jetzt hast du schon ganz, ganz viele wertvolle Tipps gegeben und du hast aber auch noch ein richtig tolles Geschenk für die Zuschauer. Und zwar ist das morgen schon, wenn das Interview jetzt ausgestrahlt wird, also deswegen sage ich jetzt morgen, am 17. Januar um 9.30 Uhr. Möchtest du zu dem Geschenk was sagen?
In den 20 Minuten meinst du? Nein, ja, ich meine dieses, das 20 Minuten haben wir, da reden wir dann kleiner drüber, aber dass wir am 17. Januar, machst du ja um 9.30 Uhr für die ersten 8 Schnell- Genau, für die ersten 8 Menschen, genau. Es geht darum, dass ich 8 Personen dann eben anbiete, dann eben ein Live-Coaching. Also das heißt, im Zoom, du hast die Möglichkeit, dabei zu sein. Für 8 Menschen mache ich das. Und dann werde ich jeden dann individuell 10, 15 Minuten coachen dahin. Und wo du die Möglichkeit hast, entweder direkt einen dicken Brocken, der dich schon lange belastet, direkt eben transformiert zu bekommen. Oder dann eben auch zu dem Nenner, ja, was ist denn überhaupt mein richtiges Profil? Ne, weil ich bin Empath, ich kann mich eben in Menschen reinführen und kann dann eben erkennen, also nicht nur, was im Außen gesagt wird, sondern wie die innere Schaltung ist und kann dadurch in Verbindung mit deinem höheren Selbst treten, was mir dann quasi sagt, was du im Moment für dein Leben brauchst. Ne, und kann dir das dann reichen und gewisse Dinge, die dann hindern, entweder sagst du es auch oder du sagst nichts, das empfange ich als Empath, um dann seinen Energiefluss wieder anzuheben. Und das ist magisch, was in diesen Momenten passiert. Also ich habe immer als Coach habe ich eine große Überschrift, gesunder Mensch, und habe da absolutes Vertrauen drin. Als Coach immer, ich weiß, zu 130% ist die Lösung im Raum. Komischerweise sage ich immer 130, nie 100, sondern 130. Und dann ergeben sich gewisse Dinge. Ne? Und das heißt, ne, gerade ob es jetzt etwas braucht zur Potenzialaktivierung oder eine Blockade, die du immer hast und loswerden willst, ne, du hast hier, also für 8 Personen ist es dann möglich, ne, Live-Coaching und genau, in einem, also ich gehe damit sehr wertschätzend um. Ja, und da bin ich auch sehr dankbar, und das ist in einem geschlossenen Raum zwar, aber genau. Die 8 dürfen die Unterschrift geben, dass wir das hinterher auch ausstrahlen dürfen, damit die ganze Community was hat. Also wenn ihr Interesse habt, ihr kennt das Spiel schon von anderen Referenten, meldet euch gern ganz schnell bei Hubert. Ich verlinke alles unterhalb. Und die ersten 8 sind diese Glückspilze, vorausgesetzt ihr unterschreibt auch, dass wir das senden dürfen. Und dann wird es am 10. Kongresstag, wird es alles ausgestrahlt für alle. Denn ich denke, oder ich habe selbst die Erfahrung ja mit Hubert schon machen dürfen, dass man aus diesen Sachen auch für sich ganz, ganz viel rausnehmen kann. Und somit könnt ihr dann auch alle sehen, wie Hubert arbeitet, weil manchmal kann man sich das auch so schwer vorstellen, über was wir jetzt so gesprochen haben. Er hat zwar viele Tipps gegeben, aber ja, da könnt ihr nochmal tiefer eintauchen. Also freut euch auf den 10. Kongresstag dann. Und ich freue mich auf die ersten 8, die dann ganz schnell sind. Ja, und dann hast du aber noch ein Geschenk für alle mitgebracht. Und zwar ein 20 Minuten kostenfreies Coaching, wer sich direkt bei dir meldet, das verlinke ich auch unter dem Interview, dass du die 20 Minuten auch die Menschen begleitest, direkt dann. Genau, es ist 20 Minuten direkt Coaching, ohne viel Erklärung. Du bringst deine Themen mit, wo du sagst, boah, da habe ich doch etwas, ne? da möchte ich mal Licht reinbringen. Oder also, ne, da 20 Minuten vollkommenes Coaching, du hast die Möglichkeit, genau. Okay, gut. Und als drittes haben wir dann noch dein wundervolles Buch inklusive CD. Genau. Also wir nehmen das Gespräch jetzt Ende Dezember auf und ich hoffe und denke, dass das Buch dann wirklich tatsächlich da ist, wenn das Interview ausgestrahlt wird. Aber wir gehen einfach auf den Bus, weil wir kreieren ja immer das Gute. Genau. Ja, und möchtest du zu dem Buch und zu der CD, wie dich das inspiriert hat, noch mal kurz auch was sagen? Gerne. Also ich mache seit meinem 12. Lebensjahr mache ich Musik und bin eben recht früh angefangen, also Singer und Songwriter zu sein. Mit Bands habe ich immer auch die Lieder geschrieben, die Texte geschrieben und habe die dann, dann kombiniert dann eben mit dem, was ich in Coaching-Erfahrungen gemacht habe dann eben. Also ich habe eine Ich glaube an dich CD, das sind 12 Lieder dann eben, die immer wieder Gutes reinbringen, aufgenommen auf 432 Megahertz, was dann wohltuend auch direkt dann eben für die Zellenergie ist. Und es sind alles Lieder, die eben die Persönlichkeit stärken. Und dazu habe ich dann eben auch ein Buch geschrieben, also ein Mindset-Buch, wo ich dann eben mit ganz vielen Ding dahin nochmal darauf hinweise, also wie dann eben auch mehr Leichtigkeit ins Leben kommt,
Weil Leichtigkeit ist immer ein Glaubenssatz von dir entfernt. Also, ne, weil Glaubenssätze steuern unser Verhalten und darüber habe ich dann eben ganz viel Mehrwert und ganz viel Herzblut in dieses Buch eingebracht. Wenn du das gelesen hast, dann wirst du merken, wow, also das sind ja Dinge, wenn ich die weiß, dann kann ich sie auch umsetzen. Und da sind ja auch ganz viele Glaubenssätze auch drin, die man dann einfach direkt für sich dann eben auch annehmen kann. Und ja, es ist ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin selbst sehr fasziniert von diesem Buch. Also ich habe es jetzt vor 3 Tagen nochmal komplett gelesen, ne, weil ich gehe ja dann auch in so einen speziellen Zustand rein und schreibe dann los und es hat so viel Mehrwert. Also genau, und das dann eben schön in Kombination mit der Musik, also mit 12, das sind 12 Lieder auf dem Album plus das Buch. Also, wow. Dann sind wir alle in unserem Flash drin. Also ich freue mich schon richtig drauf. Ich bin bestimmt eine der Ersten, wenn es dann endlich soweit ist. Ja, ja. Geschrieben ist es ja. Es geht nur um die Layout jetzt und genau. Also, aber wir bleiben guter Dinge, genau. Ja, genau. Wir haben das Gute kreiert und das passt alles. Gut, lieber Hubert, du hast uns so viele tolle Tipps gegeben und ich denke, jeder, der sich das Video angeschaut hat, der muss es nochmal tun und am besten mitschreiben. Die Glaubenssätze, die du uns auch wirklich gegeben hast und auch die Idee mit der Platte, ja, die hämmert in meinem Kopf. Und ich denke, ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das umsetzt. Und wenn ihr das umsetzt, dann schickt uns gern Fotos. Wir freuen uns drauf. Seid kreativ. Gebt uns gern ein Feedback unterhalb zu dem Gespräch. Und ja, ich verlinke auch deine Webseite nochmal direkt. Dort ist ja dann auch deine Musik noch mit drauf und da kann sich jeder mal durchklickern und dich noch ein bisschen mehr kennenlernen. Und ja, durch das Coaching-Gespräch, was man bei dir kostenfrei buchen darf, dann ist das ja auch ja, dann ganz was Persönliches. Also genau. Ich kann dich aus eigener Erfahrung nur empfehlen. Und ja, Hubert, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für die Aufwach-Community. Das war mir wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, dass du nicht so sehr oft in Kongressen warst und dass du dir auch speziell aussuchst. Deswegen ist mein Herz wirklich voller Dankbarkeit, dass du mir die Zusage oder der Aufwach-Community die Zusage gegeben hast. Ja. Also, alles Liebe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim morgigen Abend mit Hubert. Und ja, wenn Fragen sind, meldet euch gerne. Bis zum nächsten Interview. Genau. Alles Liebe. Ja, auch. Dankeschön.